Eine letzte Runde haben wir noch, liebe Zocker und YouTuber. Ich würde fast sagen, es ist die letzte Runde KSP mit euren Konstrukten. Ich weiß nicht, ob es die letzte ist, die ich jemals aufnehmen werde, aber es könnte schon eine der, ja, es könnte eine der letzten sein. Und zwar, weil in dieser Woche soll ja KSP 2 rauskommen. Ich bin so aufgeregt. Nein, du bist gar nicht aufgeregt. Du bist natürlich komplett bodenständig. Und hör jetzt auf zu faseln. Also, der Stibu und der Andi haben mir beide nochmal in der letzten Aktion fix ihre Konstrukte geschickt. Und die wollen wir uns natürlich nochmal angucken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, der Andi hat. Na, fangen wir einfach oben an. Also, wir haben hier definitiv etwas, das uns bekannt vorkommen sollte. Eine Boeing. Keine 747, sondern eine 2707. Ah, eine 300, vermute ich. Die laden wir mal. Also, es klingt nach etwas. Wann ist denn verbinden? Laden. Klingt nach etwas. Echt? Ich wollte gerade sagen, klingt nach etwas, was real existiert, aber das sieht mir eher wie eine Art Concorde aus. Lass mal gucken. Ich komme gar nicht vorne ans Cockpit ran, das ist so weit weg. Ach, guck mal, da steht sogar ESA drauf. Ist ja cool. Ne, aber echt, gibt es diese Boeing? Was hat er da reingeschrieben? Dieses Konstrukt ist von 2018, also schon ein bisschen her, ne? So zarte 5 Jahre. Es ist die Nachbildung der Boeing, also offenbar eine real existierende 2707-300. Ich bin da nicht so, ich bin in der Luftfahrt nicht so bewandert, was da gerade so aktuell ist. Mein Ding ist eher so die Raumfahrt. Ich bin eher so der SpaceX-begeistert, zum Beispiel. Der amerikanische Überschallflugzeug, also Konkurrenz zur Concorde. Ah, also tatsächlich so eine Art Concorde, wurde aber aus Kostengründen zugunsten der Boeing 747 eingestellt. Ja, okay, na dann probieren wir das mal aus, ne? Hat er irgendwas dazu geschrieben? Nein, haben wir. Wir haben wie viel State. Was ist denn das? Aber was ist das denn? Was ist das für eine Stage? Was ist das für ein Symbol? Egal, wir starten das mal. Ah, los geht's. Damit fliegen wir natürlich unter der Brücke durch. Ich komme vom Thema KSP-2 nicht mehr weg. Es tut mir leid, wenn ich dem einen oder anderen auf den Keks gehe. Aber in KSP-2 soll es, also zumindest der Launch-Trailer. Ah, da sieht man eine Brücke. Man sieht hier hinten so eine Brücke, wo man durchfliegen kann. Ist das Ding gewaltig, mein Gott. So, SAS an. Was ist das? Jetzt können wir uns das etwas genauer angucken. Sieht in der Tat etwas konkordig aus. Die Nase müsste etwas gekrümmt sein, dann wäre es eine richtige Concorde. Da muss ich glatt mal googeln nach diesem Flugzeug. Ist es laut? So, flieg, mein Gutes, da. Wir müssen ein bisschen lenken. So. Ja, okay, sie lässt sich eigentlich ganz gut lenken. Wann können wir abheben? Ich denke mal so 100 Meter die Sekunde sollten wir auf jeden Fall drauf haben. Aber wir können ja jetzt schon mal schon probieren und ja, wie eine 1. Wie eine 1 fliegt die Gute. Eigentlich ziemlich cool, muss man sagen. Also Flugeigenschaften für so einen großen Brocken. 1A. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit ihr mir noch was von dem versteht. Also eigentlich ziemlich cool. So, warte mal, was haben wir drauf im Moment? 8 und 8. Also gar, wir sind gar nicht so schnell. Also eine Concorde wird es wahrscheinlich nicht. Also so Schallgeschwindigkeit, Überschallgeschwindigkeit. Wir können ja mal gucken. Zumindest nicht auf Meereshöhe. Naja, obwohl sie wird schneller. Sagen wir mal, sie ist ein schönes Flugzeug. So, was ist denn das hier vorne? Darf ich das mal gucken? Kann man das aufmachen? Nein. So, jetzt kommt der Flugtest. Achtung. Rolle. Oh, ja, okay. Man merkt, dass sie eine gewisse Größe hat. Aber sie dreht sehr schön. Also sehr, sehr reproduzierbar. Sehr angenehm. Und jetzt fliegen wir unter der Brücke durch.
Nee, wirklich. Also zieht nicht nach oben, zieht nicht nach unten, zieht nicht nach links, zieht nicht nach rechts. Sie ist ein bisschen träge, aber mein Gott, bei der Größe muss ja, irgendwas muss ja sein, ne? Der Wendekreis ist gigantisch. Was steht da hinten noch? Ah, das könnte mein Undock-Test nehmen. Was steht da? Das kann nicht der Undock-Test sein, weil den haben wir in dem. Das ist hier der Sandbox-Modus. Also das Ding kriege ich nicht unter der Brücke durch, allein wegen der Spannweite nicht, aber auch deswegen nicht, weil das Ding träge ist wie die Pest. Gehen wir mal ein bisschen runter vom Gas. Wie sieht's drinnen aus? Oh, recht cool eigentlich. Geschwindigkeit 160. Da muss ich sagen, das Ding gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht, ob es flexsicher ist, aber es fliegt sich richtig, richtig schön sanft und gemäßigt. Ich sehe die Brücke nicht. Worüber fliegen wir denn jetzt? Ach, da komme ich nie im Leben, das kannst du sowas von kennen. Was habe ich denn da abgestellt? Was ist denn das? Ach, das ist der fliegende Stern. Der fliegende Stern. So, jetzt kommt noch Looping-Test. Okay, Looping-Test ist ganz schlecht. Ich kriege die Nase kaum nach oben. Vielleicht sollte man da Vollschub für geben. Nee, die Nase. Ganz langsam. Ich krieg die Nase irgendwie hoch, aber. Naja, die Concorde hat, glaube ich, meines Wissens auch noch keine Loopings geflogen. Nee, der sackt jetzt. Jetzt sackt er schon wieder durch. Also, Looping kriegt die Kiste nicht hin. Auch nicht mit Vollschub. Wir sind doch auf 40 Meter die Sekunde abgesackt. Ja, ich würde sagen, wir sacken auch komplett durch jetzt. Oh Gott. Nase hoch, Nase hoch. Nee, nee, nee. Okay, Looping, machen wir nicht nochmal. Nase hoch. Ich bin wie ein Bekloppter am Lenken. Aber, komm schon. Du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Nimm die Freaking... Nein. Wisst ihr, was ich interessant finde? Ich finde es interessant, dass die Kiste das überlebt hat. Okay. Ja, mein Gott. Die Boeing, Moment, wie heißt sie doch gleich? Ich hab's vergessen. 2707300. Sag mal, was mich interessiert, wurde aus Kostengründen zu. Wurde eingestellt. Das heißt, die wurde real gebaut, ja? Das ist nicht nur ein Konzept. Sehe ich das richtig? Wurde real gebaut, nehme ich mal stark an. Das müsste vom Andi gewesen sein. Ich habe leider Asche über mein Haupt. Ich habe leider vergessen, was von Andi und was von Stibu war. Entschuldigung. Also, wir haben einmal eine Boeing 2707-300. Dann haben wir einen Boom 3.1. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Laden. Wo ist er? Den kennen wir doch, ne? Ein Tauchflugzeug. Ach, das hatten wir schon mal. Einfach abheben und möglichst langsam Wasser mit dem Landen. Triebwerke auf 100%. Das hatten wir schon mal. Okay, das hatte ich dann nur zufällig noch reingeladen. Wobei, ja, das würde ich gerne nochmal ausprobieren. 100%. Das würde ich gerne nochmal ausprobieren, weil er hat mir gesagt, wenn ich das Ding wirklich langsam lande, kann man tatsächlich damit unter Wasser fliegen. Nachbrenner mit 1 an. Ah, ich probiere es einfach mal. Er hat gesagt, wenn ich ganz langsam lande, kann ich damit unter Wasser fliegen. Das heißt, das Ding, ja, wie soll ich es ausdrücken? Es fliegt halt. Ein Tauchboot. So, erstmal starten. Boah.
ganz langsam natürlich ins Wasser, ne? Ganz langsam ins Wasser. Vielleicht muss ich auch ins Wasser rollen. So, wir gleiten wie ein Vöglein, das wir sind. Vielleicht muss ich auch ins Wasser rollen. Also ich habe so den Verdacht. Das könnte jetzt ein bisschen haarig werden. Wobei wir gerade sehr schön langsam werden. Ich nehme absichtlich ein bisschen Geschwindigkeit auf. Ja, so nicht. Moment. Ich roll mal ins Wasser, ja. Ich will das unbedingt mal ausprobieren. Ich will... hat aber auch ein Problem damit zu landen. Was ist das nochmal? Ach, das waren die Triebwerke. So. Vielleicht muss ich auch die Räder draußen lassen. Eine sanfte Landung. Ich hatte das Ding ja schon mal gelandet. So, Nase rauf. Wobei, es ist intakt, oder? Nein, die Triebwerke sind kaputt. Warte mal, egal, warte mal, wir gucken mal. Es hat nur noch zwei Triebwerke, wie unangenehm. Nein. Auf Raumschiff-Hangar zurücksetzen. Warte mal, können wir das nicht, einmal probieren wir es noch. Komm. Einmal ist keinmal. So, fahr. So, schön lenken. Ich sagte schön lenken. Ja, ja, alles gut. Er fährt. So, jetzt versuche ich mal so ins Wasser zu kommen. Es schlingert etwas. Ja, dann fahren wir halt hier nochmal rauf. So. Hui. Auf der anderen Seite wieder runter. Ist überhaupt gar kein Thema. Und hui. Wo fährst du denn hin? So. Ich will doch nur ins Wasser. Ich will das Ding als Tauchboot verwenden. Wir müssen gleich mal die Bremse anschalten. Was ist die Bremse? Das ist da. Na links! Na links! Na links! Nö, warum auch nach links? Na links! Will doch nur ins Wasser, kann doch nicht so schwer sein. Na links. So. Langsam ins Wasser fahren, ne? Das ist der Trick. Unter 10 Meter die Sekunde war der Trick, glaube ich.
ist wieder die Bremse an. Moment, hab's gleich. Ist da so ein Bodenhuppel? Ich hoffe, der ist nicht. Ist das da schon das Wasser oder ist das noch nicht das Wasser? Ich glaube, das ist schon das Wasser. Pass auf, was du treibst, mein Freund. Ich fahr jetzt ins Wasser. So, noch. Jetzt haben wir 16 Meter die Sekunde drauf. Los, ab ins Wasser. Ja. Nein, nicht tauchen. Nicht tauchen, noch nicht. So, jetzt haben wir ihn im Wasser. Wir müssen noch ein bisschen. Runter. Das Problem ist, ich ziele jetzt genau auf den Boden. Noch ein bisschen. Ja, er taucht, er taucht. Warte mal, ich mach noch mal aus. Moment. So, nochmal gerade ausrichten, dann gehen wir nochmal voll Schwupp. Weil mein Problem ist, er lässt sich jetzt halt noch nicht lenken. Lass dich lenken! Lass dich lenken! Nein, tut er nicht! Ah! Moment. Nochmal. Moment. Nochmal aus. Also es geht eigentlich schon gut. Er hat am Ende auch nach oben gezogen. Also es klappte schon. Jetzt zieht die Nase ein bisschen nach oben. Plaut. Ich glaube, ich bin nicht der richtige Mann, um dieses Ding zu steuern. Auf jeden Fall ein cooles Konzept, aber man muss es erstmal ins Wasser kriegen, ne? So, das war noch mal ein letztes Mal der Boom. Jetzt haben wir Boosterflugzeug mit vielen Boostern. Warte mal, das kennen wir aber auch schon, oder? Brauchen wir nicht nochmal, oder? What the heck? Okay, Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken, was das ist. Kann aber sein, dass wir das schon kennen. Oh Gott, das war was Großes. Oder? Kennen wir das schon? Ja, das kennen wir schon, aber wir können es nochmal starten, einfach weil es so cool war. Läuft und. Ja, es fliegt! Das war nochmal das Boosterflugzeug. Aber das Ding kennen wir auch schon. Ich habe hier noch die alten drin, obwohl ich die eigentlich rausgeschmissen habe. War ich der Meinung, Boosterflugzeug Concorde, hier die hatten wir noch nicht. Und die sieht in der Tat auch wie die, naja, wie die Concorde aus, ne? Concorde Überallschallflugzeug 2019 das von 2019. Und 25.01.23 verbessert, also vor 3 Wochen. Steuerflächen erneuert, soweit gar nicht. Kann noch schneller zwingen. 2 neue Triebwerke, jetzt 8-strahlig. Naja, dann wollen wir das mal ausprobieren. Also wer den Booster sehen will, der guckt sich einfach das vorherige Konstrukte-Video an. Hoppala, hoppala. Fliech, mein Guter. Lustiges Heck hat er. Schönes Fliegerchen, muss ich sagen. Gefällt mir. Geht auch
gleich richtig ab. Und hebt auch gleich richtig ab. Also auch wenn ich vergessen habe, wer von euch beiden, Stibu oder Andi, die Concorde und die Boeing gebaut haben, beide fliegen eigentlich ziemlich geil. Die hier ist noch einen Tick schneller als die Boeing. Boah. Oh Gott, die Flügel wobbeln. Oh Gott. Seht ihr das? Schwingen, schwingen. Aber das ist ja normal bei so einem Flugzeug. Also die hier könnte tatsächlich Schallgeschwindigkeit erreichen. Wenn man ihr genug Zeit lässt. Mal gucken, ob sie ein Looping hinkriegt. Juhu. Oh ja, die kriegt sogar ein Looping hin. Glaube ich. Schätze ich. Obwohl sie auch schon recht langsam wird gerade. 50 Meter die Sekunde könnte ein bisschen enge sein jetzt gerade. Oh, oh. Da sacken wir durch. Ah ja, wir machen einfach einen vollen Looping. Komm. Hui. Oh Gott. Ich wollte doch noch unter der Brücke durch. Ja. Wir führen das Flugzeug an seine Belastungsgrenzen. Na? Man aber böse Wobbelmanöver. So. Aber sie ist etwas lenkfreudiger als die. Als die Boeing, dafür etwas instabiler. Sie ist etwas schneller, etwas lenkfreudiger. Also die kriegen wir hier locker rumgewuchtet, um in Richtung Brücke abzufließen. Aber erstmal wieder nicht gerade gestellt. Die Rollachsen sind etwas gewöhnungsbedürftig. Aber nichtsdestotrotz auch ein schöner Flieger. So. Zumindest ein Überflug über die Brücke. Da ist sie. Oh, ich glaube, wir haben die Schallgeschwindigkeit erreicht. Kann das sein? Ja, wir nähern uns dem Überschallgeschwindigkeit in Bodennähe, was natürlich extrem geil ist. Ja, Schallgeschwindigkeit in Bodennähe. Den Überschallknall, den hörst du, wenn du da unten jetzt stehst. So, wir haben Schallgeschwindigkeit erreicht und überschritten. Ungefähr. Hängt natürlich ein bisschen vom Luftdruck und so ab. Schon geil, Omat, oder? So, komm, wir jaucheln jetzt mal da durch so einen Canyon durch. Was ist das da unten? Baum. So, hier durch so eine Schlucht durch, bitte. So, einmal querbeet hier. Was haben wir drauf? 344, ja, also knapp Überschall schaffen wir. Vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich nicht so stark lenke. Wie gesagt, hängt vom Luftdruck ab. Heidewitzka, Herr Kapitän. Werde ich natürlich langsamer, weil ich aufwärts fliege, um nicht in den Berg zu jaucheln. Canyonflug mit der Concorde, jawohl! Da ist ein Canyon. Naja, doch, da wäre einer, aber so eine enge Kurve kriege ich nicht. Oder? Ja, nein. Ah, der Canyon ist schon so ein kleiner Canyon, ne? Schönes Flugzeug. Ich kann mich noch erinnern, wie wir hier gelandet sind mit einem
Nase, guck nach vorne. Sehr schön. Also eine Concorde, Flug zurücksetzen auf, nee, auf hier. Ne? Quasselter aus dem, so, das war die Concorde, die Dragon, die müsste auch neu sein. Genau, die Dragon 101 laden. Oh, geil, 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 geil. Sei mein Testpilot. Mache ich auf jeden Fall. Lieber Andi-Stibu. Ich glaube, das ist von Stibu. Motor ein, aus, wenn nötig. Empfehlung bei drohenden Überschlag. Aha. Taste vorne links, vorne rechts. 1, 2, 3 sind die aha. Ach, das ist hier. 7, 6. Entschuldigung. Ich glaube, das war dann Andi. Okay. Ich versuche es mal umzusetzen. Also die vier Tasten sind die Motoren. Gibt's den Flieger wirklich? Bin mir nicht sicher. Uah. So, also 1, 2, 3, 4. Also ist an. Schub nach oben. Muss ich was machen? Warte mal. 1, 2, 3, 4. Ah, verstehe. Okay. Heb ab. Heb ab. Flieg hoch. Nein, das will nicht. Na gut, Moment. Flieg, du Sau. Flieg jetzt. Okay, wir fliegen. Ist das geil. Hilfe. Wow. Also das Ding ist geil. Aber es ist ein bisschen instabil. Mutti. Oh, ich glaube, ich habe jetzt einen Motor ausgeschaltet. Ich glaube, ich habe einen Motor ausgeschaltet. Ich weiß nicht welchen. Ich glaube, die 1. Aber es ist geil, das Ding ist cool. Ich traue mich nur nicht, die Richtung zu ändern. Ich traue mich in keinster Fall... Naja, komm, wir probieren es mal. So. So. Ich sagte so. Oh, jetzt juckt mir die Nase, ganz blöder Augenblick. Nein, 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 da kommt der Boden. Der Boden ist ganz blöd. Der Boden ist ganz blöd. Es ist ja ein Hubschrauber. Es ist ja kein... Bleib stumm dran. Bleib... Nein, 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 nein! Also die gute Nachricht ist schon mal, man kann da mit dem... auf dem... Aber ich fürchte, man kann nicht... Man kann nicht mehr... Ich hab's ja jetzt mal ausgemacht. Was mein Problem ist... Darf ich nochmal von vorne? Das Ding ist absolut geil. Was mein Problem ist, ist jetzt mit dem Ding... Das wird eine Überlängenfolge, aber ich denke, das ist okay, ne? Wenn es die letzte Folge ist, kann die mal eine Überlänge haben. Mein Problem ist... Ah, okay. Ja, jetzt trottelt sie rauf. Okay. Und wann hebt sie ab? Sie hebt irgendwie von... Ich gebe jetzt Vollschub, ne? Ihr seht es. Aber sie weigert sich. Ich habe so den Eindruck, sie braucht auch noch ein bisschen den Schub nach vorne, um sich zu bewegen. Also, um sich nach oben zu bewegen. Ja. Flieg! Ich brauche ein bisschen den Schub nach vorne, um sich zu bewegen. Sie fliegt quasi auch noch ein bisschen mit den hinteren Tragflächen. Dadurch wird allerdings das Lenken etwas schwierig. Ja, oh Gott. Aber es geht. Es geht. Also man muss tatsächlich einfach auf Vollschub fliegen, dann geht das auch. Damit fliege ich jetzt unter der Brücke durch. Nein, wirst du nicht. Doch, werde ich. Oh Gott.
Nein! Ah! Da fliegen die Rotoren irgendwo hin. Wunderbar. Ein tolles Teil. Etwas gewöhnungsbedürftig zu fliegen, aber es hat ein schönes Konzept. Gefällt mir. Haben wir noch eins? Vielleicht wird es doch keine Überlänge. Ah, schöne Flieger. Ich hoffe natürlich, dass ihr mir bei KSP2, wenn es dann draußen ist, genauso schöne. Einen haben wir, glaube ich, noch. Ich glaube, der hier. Bin mir nicht sicher. Ich komme, wie gesagt, durcheinander. Ne, den hatten wir. Ist das ein Senkrechtstarter? Wo ist denn das ein Senkrechtstarter? Ach, der hat kleine Düsen. Doch, den hatten wir noch nicht. Senkrecht starten, Haupttriebwerk. Okay, gebaut für Forschung auf Bergen. Ah ja, schon plausibel. So, was war das? Eins war der Senkrechtstarter, das Senkrechtstarter-Triebwerk. Warte mal, SAS dürfte nicht falsch sein. Dürfte. So, pass auf, eins. Ah! Wunderbar, geiles Teil. Aber mal extrem geil, oder? Was ich mich jetzt frage, kriegt das Ding auch wieder gelandet? Ich vermute nein. So, pass auf, wir fliegen mal kurz um die Ecken. So. Hat übrigens eine extrem schöne Fahrwerk raus. So, erstmal Gegenschub geben. So. Ich glaube, wir müssen runter. Geht's abwärts? Ja. Ich versuche die Kiste mal sanft zu landen. Aber das ist ein Senkrechtstarter, der tatsächlich flecksicher ist. Scheinbar, im Moment noch. Da unten ist übrigens der Stern. So, wir haben jetzt gerade im Moment zur Oberfläche 20 km/h, also vielleicht sollten wir nicht ganz so schnell runterkommen wie ein Stein hier. Er ist extrem geil ausbalanciert, muss man sagen. Also dafür 5 Daumen hoch für das Ding. So, wir haben jetzt 8 Meter die Sekunde nach unten. Das ist eigentlich ziemlich okay. 5 Meter die Sekunde. So, ein bisschen bremsen. Ja, sieht eigentlich gut aus. Bisschen die Nase hoch. Oh, Vorsicht. Geil. Also absolut der Hammer, dieses Ding. Ich glaube, das ist mein Highlight. Darf ich nochmal starten, bitte? Vorsicht. So, pass auf, jetzt kommt's. Brücke! Das Problem ist, er hat nicht so viel Treibstoff in diesen kleinen Dingern. Gehen wir gleich aus. Wo ist denn die Brücke? Ich sehe sie nicht. Irgendwo in diesem Gebäudegewirr war da. Wo ist die Brücke? Die Brücke ist weg. Aber guck mal, man kann das Ding wie so ein kleinen. Ja, jetzt ist das Verdammt, jetzt ist der Treibstoff alle. Anhalten! Anhalten! Ein geiles Teil, das ist mein Highlight. Cool, ich habe etwas gestartet. Ich habe einen Senkrechtstarter gestartet und gelandet. Das musste der erstmal. Normalerweise passiert mir das nicht. Normalerweise starte ich Senkrechtstarter nur. Landen ist dann immer so eine andere Sache. Cool. Der ist extrem geil. So, fliegender Stern hatten wir, Scanplane hatten wir, Tragschrauber. Ich glaube, der Fleckschrauber, das ist das Einzige, was noch neu sein könnte. Nee, den kennen wir auch schon, aber den werden wir natürlich trotzdem nochmal mit Steuerung der Zahlen Swordlist grüßen.
so mit Steuerung der Zahlen. Was zum Henker? So, Aktion, lass mal kurz gucken. Schwerer Rotor ist 1. Ich glaube, das Ding hatte ich schon mal. Aber komm, wir fliegen es nochmal zum Abschluss. Ist das an oder aus? Ein. Hicks. Ein aus. Keine Ahnung. Ein aus. 1 und 2 irgendwie. Komm, probieren wir es aus. Ja, also ich hoffe, wie gesagt, dass ihr in KSP 2 fröhlich auch Sachen baut. Ich nehme mal stark an, dass man da viel mehr Möglichkeiten hat. So, warte mal, wie geht das jetzt? SAS an. Schub nach oben. Oh, fängt schon gleich an. Tragschrauber 1. Tragschrauber 2. Keine Ahnung, was ich mache. Warum? Jetzt rotiert irgendwas. Rotiert da was? Da rotiert noch nichts. Hui. Muss ich... Ah, jetzt rotiert irgendwas. Man kann es auf jeden Fall als Boot benutzen. Solarpaneele, die gefallen mir sehr, sehr gut. Sehen aus wie riesige Fliegenklatschen. Warum dreht sich die Kiste so schlecht? Also die obere. Da dreht sich nichts. Also nicht sonderlich. Ich bin fasziniert. Also mein Highlight, wie gesagt, war der Senkrechtstart. Was tut es hier? Ist der an? Bremse. Umdrehung. Drehrichtung. Motor deaktiviert. So. Juhu! Heben wir jetzt ab, bitte? Nach oben? Ja, so halbwegs? Ja, so ungefähr. Ich habe vollen Schub. Hing! Hab ich keinen Saft mehr? Doch. Saft ist noch da. Jetzt! Nein. Irgendwie. Hing! Kann doch noch mehr Leistung rauskitzeln. Motor ist aktiviert. Arretiert. Nein. Bremse. Wir brauchen keine Bremse. Rauf! Nein. Invertierte Richtung. Normal. Drehrichtung. Gib Stoff! Nun gut, liebe Freunde, ich denke, wie gesagt, das war das letzte Mal mit euren Konstrukten. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen, da waren einige coole Sachen dabei. Mein Favorit, ungelogen, ist der Senkrechtstarter. Gerne nochmal drunter schreiben, von wem der ist. Und wir sehen uns, denke ich mal, wieder mit euren neuen Konstrukten in KSP 2, wenn das denn hoffentlich, Klopf auf Holz, Ende der Woche rauskommt. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi!